Ja, wie immer auf einem Flug gibt es ein Amenity-Kit. Das Amenity-Kit der First Class von Swiss hat einen Sticker mit His für Männer und Hers für Frauen. Machen wir mal auf. Von Bali eine Tasche, sehr schön. Das ist natürlich typisch schweizerisch. Elmex Zahnbürste, aber keine Zahnpasta von Elmex. Ein Papier. Ein Schuhhorn, ein Schuhanzieher auf Deutsch. Ah, eine Schlafmaske und Socken. Sehr schön. Ein Tissue. Was ist das denn? Ah, Community Mask. Das ist ja geil. Drei Masken Swiss Made mit Swiss Flagge. Cool. Sehe ich das erste Mal. Pretty cool shit. Richtig geil. Cool. Cool. Die Zahnpasta von Elmex. Ich weiß aber gar nicht, welche das immer ist. Es gibt ja eine von Elmex für morgens, eine für abends. Die hat zumindest Kariesschutz. Cosmetics. La Prairie. Skin Kaviar. Gab kein Kaviar zum Essen, aber für die Haut Kaviar. Dann gibt es ein Cellular Hand Cream. Und dann haben wir nochmal ein Skin Kaviar, mehr Kaviar. Und Moisturizing Lip Balm. Sehr schön. Ihr Plugs. Ich mache das jetzt einfach nicht auf. Können wir uns ja alle vorstellen, wie ihr Plugs aussehen. Und ein Kamm. Ja, sehr schöne Tasche von Bali. Das ist das, was ihr im Amenity Kit drin habt. Die Lindor sind nicht drin. Das sind meine. Die hat mir die Crew geschenkt. Ja, alles in allem ein sehr, sehr schönes, hochwertiges Amenity-Kit. Was mich an diesem Amenity-Kit sehr freut, ist wirklich, dass das alles Schweizer Produkte sind. Also ich finde diese La Prairie, die aus der Schweiz kommt, sehr hochwertig. Ich finde die Ricola sehr schön, dass das dieses Swissness nochmal unterstützt. Aber natürlich auch Sachen, die man braucht, Schuhanzieher, Sleeping Mask mit Socken. Und dann aufpassen. Es gibt natürlich beim Amenity Kit noch etwas anderes, aber das ist nicht im Kit drin. Da fahren wir das einmal weg. Pocheletten. Haha, aber es gibt noch was. Kopfhörer. Mache ich wieder zurück. Und dann gibt es noch einen Schlafanzug. Und den wirft mir Tobias jetzt zu. Er ist nicht vorbereitet, ich habe ihn überrascht, aber da ist der Schlafanzug. L, passt mir nicht, ihm passt er. Wir machen das auch einfach mal auf. Willst du ihn heute anziehen? Ja. Tobias zieht ihn an, also ich packe ihn aus. Wie immer alles schön eingepackt. Mit den besten Wünschen von Zimmerli.
sehr modisch als Accessoire mit Tasche. Ich weiß zwar nicht, was man in die Tasche reintun soll, aber vom Stoff her fühlt sich hochwertig an, also kann man auch gerne mitnehmen. Ich mache das wieder hübsch für Tobias, also semi-hübsch. Besser kann ich es nicht. Und wenn das nicht geil ist, mit roter Schleife. Machen wir hier mal eine Schleife rein. Das ist doch trischig. Ich pack's ihn wieder ein. Hier, Tobias. Er war nicht vorbereitet. Er hat's aber gefangen. Er hat's gefangen. Also hier nochmal für euch das Amenity Kit in voller Schönheit. Das gehört nicht dazu. Das behalte ich in meiner Hand. Also, ich habe für euch noch ein Amenity Kit, was ich schnorren konnte. Wenn ihr unten einen Kommentar lasst, verlosen wir unter den, die den Kommentar gelassen haben, ein Swiss First Class Amenity Kit. Ich verspreche euch, jungfräulich. Das, was ich ausgepackt habe, das kriegt auch Tobias. Er wusste es auch nicht, aber jetzt weiß er es. Und das, was Tobias hat, das hat er nicht angefasst, das könnt ihr gewinnen. Also, Kommentar schreiben und vor allem schreibt rein, was euch an dem Amenity Kit gefällt, was euch nicht gefällt, was fehlt euch, was denkt ihr, was müsst ihr rein? Also ich finde es toll. Machen wir es nochmal hübsch. So, besser geht's nicht. Wir sind jetzt hier irgendwo über der Wüste, über der Sahara, sind mitten in der Nacht. Oh, warte, ich muss mal kurz. 1.34 Uhr. Aber wir arbeiten weiter für euch. Kommentare, Verlosung, gewinnen. Also, bis gleich.